Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exosocte Simse 4 hier in Farbe in Bunt und der Couleure und das Ganze ganz familienadäquat. Ja, wir haben hier jemanden festgenommen und zwar die Elena Weber, wie es aussieht. War das so? Habe ich das richtig gelesen? Ich gucke nochmal nach. Elena Weber, genau, Verdachtsperson. Wir schauen mal nach, ob sie es auch wirklich ist. Also wir müssen sie jetzt erstmal verhören. Verdachtspersonen verhören. Und da schauen wir mal nach, ob sie es auch wirklich ist und so weiter. Ist sie es nicht? Ich weiß es noch nicht. Schauen wir mal nach. So, wir haben jetzt unsere typische Verhörposition eingenommen. Wir nehmen erstmal hier böser Bulle. Wir nehmen hier Beweis. Tatortfoto, dann machen wir guter Bulle, höflich nach Informationen fragen, dann machen wir wieder einen Beweis, machen wir eine Visitenkarte, dann machen wir nochmal hier lockeres Geplauder, dann machen wir nochmal einen Beweis, machen eine Zeugenaussage und dann machen wir nochmal böser Bulle, Gefängnishorror beschreiben, dann machen wir nochmal einen Beweis, Fingerabdrücke. Gut, okay. Elena scheint misstrauisch zu sein. Sehr schön, dass sie misstrauisch ist. Das ist mir schon so ein bisschen egal. So. Dorma. Ja, Dorma sage ich auch immer jeden Tag, aber keiner hört mir zu. So, was haben wir denn noch? Eine Fallakte durchsehen. Dann haben wir nochmal guter Bulle mit den Schokoriegel anbieten. Ja. Sie ist ja so definitiv defensivos. Ja. Guck mal. Oh. Ja. Mal gucken, ob wir dieses Mal wieder so einen genialen Gesichtsausdruck sehen. Das ist aber so ein Moment, wo ich dann denke, wow. Ja. Gut, Beweise. Was haben wir denn noch? Meine Zeugenaussage. So, dann nochmal guter Bulle. Ich bin ja hier mehr der Gute. Über Opfer reden. Ja, das ist schon wichtig. Ja, damit man auch mal die anderen Leute da sieht im Fall. Ja, ist ja auch nicht immer so einfach, auch für die Opfer. Ja. Ja. Guck's dir mal ganz genau an. Ja, überleg mal darüber. Ja. Oh, yo, yem. Naja. Trina Simse. Bartushu Nay. Cranley Bay. Aha. Treba. So, Benzi Zanksa. Paranoid Quiz. Paranoid Closed. A Kuruda Zay. Na. Und was sagst du dazu? Jetzt weiß sie gar nicht, was ihr vor will von ihr. Oder was? Hast du einen Nackenkrampf? Ich weiß nicht. Tatortfotos zeigen. Wir zeigen nochmal mal die Visitenkarte. Dann machen wir mal bösen Bulle. Wir machen mal Handschellen baumeln lassen. Wir machen mal nochmal Beweis. Fallakte. Dann kommt nochmal guter Bulle. Jetzt geht der Balken immer höher. Was ist er denn? Jetzt ist er sehr angespannt. Okay. Ist ja sehr schön, dass er angespannt ist. So, da ist zur Arbeit. Sie muss circa Stunde zur Arbeit. Gut. Aha, gleich hat sie es. So. Werden wir mal gucken. Ist sie es nicht? Schwierige Frage. Und. Der Verdächtige scheint schuldig zu sein. Es wird Zeit, den Bösewicht hinter Gittern zu bringen. Ja, dann machen wir mal Geständnis bekommen. Ja, kriegen wir mal hin. Das machen wir mal weg, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Gut. So, dann geht's mal los. So, okay. So, wir haben sie verhört. Das ist schon mal ganz schick. Sie lacht noch ein bisschen verrückt, warum auch immer. Und dann geht's einmal hier in die
Sträflichkeiten hinein. Einmal in die Zelle, danke, Zisch und Zu. Fall abgeschlossen, gute Arbeit. Wieder ein Krimineller weniger auf den Straßen. Leider schläft das Verbrechen nie und es wartet bereits ein neuer Fall auf dich. Lass dir am Computer einen neuen Fall zuweisen und nichts wie raus auf die Rasse. Genau, sehr schön. Wir können dann mal die Polizeidatenbank durchsuchen. Dann machen wir direkterweise mal hier am Computer. Polizeidatenbank durchsuchen. Ja, machen wir das mal. So, dadurch haben wir jetzt den zweiten Fall gemacht. Da sehen wir es. Zwei Fälle lösen. Das hat er jetzt geschafft. Und er ist auf der Hälfte der Leistung. Das heißt, wenn er sich jetzt noch ein bisschen Mühe gibt, kriegt er nochmal so einen schönen Boost nach oben. Ja? Gucken wir mal. Gut. Datenbank wird durchstöbert. Stöber. Wurde dann nochmal ein bisschen was abgeglichen und so. Na, man kennt es ja so. Die letzten Erkenntnisse kommen dann nochmal rein und so. Ja? Muss ja alles auch so seine Ordnung haben. Gut, was willst du denn jetzt? Einen Fall zugewiesen bekommen. Ja, das kriegen wir doch hin. Fallzuweisung erhalten. Machen wir das auch mal. Na, was los? Kriegst du oder kriegst du nicht? Ne? Hast du nicht? Durfte nicht? Ja, wie ist es noch nicht? Okay, haben wir. Hinweise zur Verbrechenskarte hinzufügen. Eine Fallakte anlegen, danke. Na, steh auf. Jetzt darfst du ein bisschen arbeiten. Vor allen Dingen das Coole, er trägt seine Marke hier unten. Da, guck mal, so voll am Gürtel, hä? Der hier trägt es hier da oben, aber der macht es ganz cool, der hatte dann so unten, hä? Der coole Polizist, hä? So. Dann darfst du mal Hinweise zufügen. Oh, ran damit. So, ein Schnürchen kommt da ran, ne? Oder nicht? Doch. So lang? Hä? Wie nun? Mach ihn's ran. Aha, okay, da hat er's. Gut, was darfst du jetzt machen? Eine weibliche Verdachtsperson mal wie. Die Frauen hier, die Frauen sind ja hier so verbrecherisch hier. Was ist denn hier los? Datenbank durchsuchen, abgleichen. Da haben wir's da. Wir gleichen mal einen Zeugenbericht. Ah? Ja? Gehst du an den Computer ran? Ja, nein, vielleicht. Danke, er macht. Mensch, ich dachte, ich muss noch abbrechen. Oder auf Hilfe gehen, kennt man ja auch. Drücken Sie F1 für Hilfe, Tastatur nicht gefunden. Ja. Zum Fortführen Space-Taste drücken. Ja, super. Gut, haben wir auch. Mal gucken, was ich jetzt machen soll. Zu Tatort reisen. Nein, natürlich nicht. Das wäre mir jetzt von der Zeit zu knapp. Das machen wir dann beim nächsten Tag. Das heißt, jetzt eine Stunde trainieren. Das kriege ich noch eher hin. Das heißt, wir gehen hier einmal ran. Machen hier ein Laufen ohne Schweiß. Machen wir das mal. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Wir haben noch eine Stunde und so viel 15 Minuten. Ja, sehr schick. Was haben wir denn da? Strafanzeige aufnehmen. Das ist noch viel besser. Machen wir das mal. Das habe ich noch nie gemacht. Das machen wir mal jetzt einfach. Wir machen mal sicherheitshalber nochmal klicken, falls er das vergessen sollte. Nee, was los? Kriegst du das hin? Kriegst du das nicht hin? Gute Schwingungen. Da kommt der Master of Disaster. Der Polizist, den die Frauen vertrauen. Aha, so, hallo, werte Kunden. Herzlich willkommen bei der Polizei. Ah, eine Stunde 17. Schauen wir mal nach. Eine Kleinigkeit noch. Auf Patrouille gehen. Ja, machen wir das mal. Wir gehen mal auf Patrouille. Wie geht denn das? Auf Patrouille gehen. So. Mensch, was wir alles hier machen.
So, jetzt geht's auf Patrouille. Yeah! Interagiere mit einem Yoga-Lehrer, um einen Yoga-Kurs zu begegnen. Joghurt, lecker! Erhalte Zufriedenheitspunkte. Um Belohnungsmerkmale zu kaufen. Ja, was denn sonst? Sims mit einer hohen Wellnessfähigkeit können mit anderen Sims Kontakte knüpfen. Ja, okay, das haben wir. Ja, 2 Stunden patrouillieren, das und das machen. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, was kriegen wir denn noch hin? Eine Vorladung aussprechen, mit Zivilisten plaudern, da kriegen wir doch hin hier. Hallöchen, freundlich vorstellen, danke. Hallo? Aha, okay. Aha, kennen sich noch nicht. So. Okay, haben wir. Und fertig ist er. Sollte abschließen da sowieso. Ja, können wir machen. Tollpatschig. Hast du nicht gesehen? Ja, im Prinzip ist er fertig. Wie gibt's jetzt für den jungen Herrn nichts zu machen? Wir können ja mal gucken, ob wir hier irgendwas Verdächtiges sehen. Was sieht's denn hier aus? Oh, hier ist so eine Interkontinentalrakete. Sieht immer schick aus. Hier haben wir so einen typischen Vorgarten. Hübsche Gegend. Ihr guckt euch mal an hier mit diesen Dingens hier, so diesen Sandteil und so. Hallo, das sieht gut aus. Das hat was. Ne? Hier auch nochmal hier so mit diesen. Aha, noch mit mehr Bürger plaudern. Aha. Nochmal mit mehr Bürger plaudern. Ja, er plaudert sich sozusagen durch die Gegend. Das ist ja so eine regelrechte Plaudertasche. Wow, mit wem quatscht der denn an? Ach, mit ihr die ganze Zeit? Aha. 2 Stunden auf Patrouille gehen. Aha. Eine gute Gelegenheit, die Gemeinschaft zu unterstützen oder sich einen entspannten Tag zu machen, was die Wahl. Es ist aber fies, wa? Das ist eine fiese Beschreibung. Ein entspannter Tag. Naja, er hat jetzt seine Arbeitsleistung vollbracht. Er hat nur noch, wie lange hat er denn noch? 2 Minuten. Dann jetzt hat er gleich Feierabend. Jetzt hat er's. So, Verdienst. 995 Simoleon, das sieht schon mal sehr gut aus. Und wenn wir jetzt zu Hause sind, werden wir mal nachschauen, wie hoch jetzt sein Balken ist. Also dieser Fortschrittsbalken in Sachen Polizeidarlein. Mal ein anderer Ladescreen-Musik, wa? So ein bisschen entspannt. Macht Mut. Und die große Hoffnung, dass er irgendwann fertig wird. Hey. Jede Note sagt, ja, ich bin gleich fertig mit dem Ladescreen. Ja, das wird super. Was los? Man wartet hier schon. Leute, ja, also wirklich, ja, also. Ihr habt ja den Vorteil, ihr könnt ja so skippen. Ihr könnt ja so, fertig. Ja. Gerade vom Skippen geredet, schon sind wir durch. So, Pause, dann wollen wir mal nachschauen. Arbeit. Oh, ja, von hier bis hier. Das heißt im Prinzip, den ganzen Balken hat dahinter sich gebracht. Das sieht sehr gut aus. Morgen hat er frei. Fitnessfähigkeit erreichen. Das heißt, er könnte fitnessieren. Warum ist er eigentlich traurig? Keine Ahnung. Warum ist der junge Herr traurig? Das weiß keiner so genau, ne? So, du darfst dich ja mal erstmal eine schnelle Mahlzeit holen, und zwar einen Joghurt. Und während er sich hier gleich einen Joghurt holt, würde ich mal sagen, ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Wir sehen uns, wenn ihr wollt, mögt, könnt, dürft und vor allen Dingen ja dürft, morgen wieder. Super, und dann gucken wir mal, dass wir das hier in Ordnung kriegen. Also ciao, bye bye und Cheerio.